Die Caritas Sozialberatung in Steyr hat drei Sozialarbeiterinnen, die circa 700 Klientinnen betreuen und beraten. Die Leute kommen zu uns, weil sie in irgendeiner Art und Weise finanzielle Schwierigkeiten haben. Es gibt Leute, die haben Migrationsgeschichte, es gibt Österreicher, Österreicherinnen, EU-Bürger, große Familien mit Kindern, Alleinstehende, Alleinerziehende, Pensionisten, Personen, die Mindestpension haben. Also das ist eine ganz große Vielfalt an Leuten, die zu uns kommen. Also ich fühle mich momentan gar nicht gut. Ich bin sehr verzweifelt, weil jetzt momentan kann ich nicht schlafen. Ich weiß auch nicht, von was ich mich ernähren soll. Ich habe daheim Kartoffeln, Äpfel, eine Milch und ein Brot, ein bisschen Butter und sonst ist der ganze Kühlschrank alles leer. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr verzweifelt. Die Gründe, warum Leute zu uns kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. So kommen Leute zu uns, die Probleme mit der Bezahlung der Miete haben, die Probleme mit der Energieversorgung haben. Also ich spreche jetzt von Heizung und Strom, die eben Rückstände haben bei Rechnungen. Bei mir geht es einfach finanziell überhaupt nicht aus. Ich Okay. habe eine Nachzahlung bekommen zum Bezahlen, Okay. und die ist einfach nicht zu schaffen, weil ich ja keinen Mann mehr habe und nichts. Wir machen eine sehr professionelle, sozialrechtliche, ganzheitliche Beratung. Wir schauen uns an, wo können die Leute noch staatliche Rechtsansprüche, sozialrechtliche Ansprüche durchsetzen. Oft kommen Leute zu uns, die diese Leistungen einfach noch nicht beziehen, weil sie es nicht wissen. Gut, was haben Sie denn momentan für Einkommen? Ja, ich kriege vom AMS krieg ein bisschen was und etwas kriege ich noch Mindestsicherung aufgezahlt, aber das ist einfach alles viel zu wenig. Also miteinander kriege ich so ungefähr 900 Euro, die können Sie sich gerne anschauen. Okay, dann machen wir das dann gleich. Okay, haben Sie Wohnbeihilfe auch? Also Bis Sie. jetzt habe ich es noch nicht. Okay, haben Sie nicht. Nehmen Sie einfach nächstes Mal oder schicken Sie mir Ihren Mietvertrag, dann schauen wir das an, ob Sie Wohnbeihilfe beziehen können. Bin mir nicht ganz sicher bei Ihrer Wohnung, aber das schauen wir uns an, weil das wäre natürlich eine Entlastung für Sie. Die Caritas Sozialberatung gibt punktuelle Unterstützungshilfen. Das kann sein, dass wir einen Teil einer Miete bezahlen, das kann sein, dass wir einen Stromrückstand übernehmen oder schauen, dass Personen wieder in die laufende Energieversorgung kommt. Oder wir überbrücken für das Leben, unter Anführungszeichen. Wir geben Lebensmittelgutscheine aus, in dem Fall Spargutscheine, wo die Leute wieder einkaufen können und so über das Monat kommen. Ich kann Sie gern mit Spargutscheine überbrücken, wenn Sie das wollen. Ja, Also bitte, dann würde ich bitte. Ihnen 50 Euro Spargutscheine auszahlen, dann müssten Sie bis zur Mindestsicherung durchkommen, die dann eh wieder kommt. Das Ja? wäre ganz, ganz super, Gut. ja. Ja, die Caritas Sozialberatung ist fast zu 100% spendenfinanziert. Das bedeutet, dass wir unsere Beratung und auch die finanzielle Unterstützungen nur dann geben können, wenn wir Spenden bekommen. Die Caritas hat in Steyr auch ein Kala-Lager. Also das ist ein Kleiderlager, wo gebrauchte, aber wirklich sehr, sehr gut erhaltene Kleider sind. Und wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen einen Gutschein ausstellen, dann können Sie dort Kleider abholen. Ich arbeite hier gerne und ich schätze es sehr, dass ich hier für Leute eintreten kann, die keine oder sehr wenig Lobby hier in Österreich haben. Dass man die Personen ein Stück weiter begleiten kann, damit sie wieder für sich selbst einstehen und damit sie auch selbst wieder aus ihrer finanziellen Notsituation oder aus dieser, ja, gerade echt schwierigen Situation wieder herauszukommen. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert und ich hoffe schon, dass ich jetzt wieder ordentlich Schlaf finden kann in der Nacht. So wie ich das von meiner Warte sagen kann, mir ist auf alle Fälle ein Stein von Herzen gefallen.